Hallo Leute, ja, wie ihr das schon lesen konntet, ist es eine neue Produktvorstellung von mir. Und zwar habe ich mir in einem Discounter, einem Lebensmitteldiscounter, vor kurzer Zeit einen Schlafsack gekauft. Ja, es ist der Discounter mit dem großen L davor und Idel dahinter. Und zwar ist es dieser hier, ja. Der war relativ günstig und ich dachte mir einfach mal mitnehmen, ausprobieren. Ich selber habe bis jetzt nur einen Ultraleicht-Schlafsack gehabt und der ist mir jetzt einfach zu kalt geworden, weil ich merke, ich friere in den Nächten jetzt doch schon ein bisschen schneller als früher. Ja, ich werde den jetzt mal auspacken. Also wie ihr schon gesehen habt, ist er in einen Packsack eingepackt. Wobei ich doch jedoch jetzt schon sagen muss, dass dieser Packsack nicht so gut ist, weil wenn man ein bisschen mehr macht, dann reißt schon mal schnell die Naht. Ja, ich werde ihn jetzt mal ausbreiten und dann gibt es noch mehrere Infos. Ja, also das ist der Schlafsack in seiner gesamten Länge. Insgesamt ist der Schlafsack 2,20 Meter groß. Am Kopfteil beträgt er in dieser Höhe etwa 80 cm und hier unten 57. Das Packmaß insgesamt waren 36 cm, im Durchmesser 23 cm. Und wiegt insgesamt 1,5 Kilogramm. Ja, der Schlafsack hat an der linken Seite die Öffnung. Es gab ihn auch noch an der rechten Seite und somit ist er auch koppelbar gewesen. Ja, es gab ihn in zwei unterschiedlichen Farben. Ich habe mich für diesen relativ neutralen Typ entschieden und bin bis jetzt eigentlich auch relativ zufrieden damit. Ja, am Kopfteil befindet sich hier eine richtig schöne Polsterung, wo man aber auch noch ein extra Kissen zum Beispiel reinmachen könnte. Und hier unten und da befindet sich jeweils auch noch ein Kordelzug, damit die Kontur der Kapuze noch ein bisschen enger gemacht werden kann. Ja, also hier ist er einmal durch einen Klettverschluss gesichert, der auch relativ leicht aufgeht. Und hier ein einfacher Reißverschluss. Natürlich auch nochmal von der anderen Seite. So, jetzt noch kurz was zu den Temperatureneinheiten. Also die Komforttemperaturzone liegt bei plus 6 Grad, die Grenztemperatur liegt bei 0 Grad und die Extremtemperatur liegt bei minus 14 Grad. So, ich werde mich jetzt mal reinlegen, mal gucken, wie es drin ist. Also das Schöne ist bei dieser einfach, dass ich richtig schön dicht dran komme und habe hinten immer noch genügend Platz mit dem Kopf. Ja, insgesamt liegt sie sich richtig schön bequem. Man merkt, dass er schön gefüttert ist. Ich habe jetzt natürlich auch meine Hose an. Heute ist es nicht sehr kalt, aber man merkt jetzt schon, dass er richtig gut wärmt. Ja, ich lege mich jetzt noch mal ein bisschen länger hin. Mal gucken. Hoffentlich schlafe ich nicht ein. So, ich lag jetzt bestimmt fast 10 Minuten drin, war richtig bequem, wurde sehr schön warm. Und ja, ich habe darunter die Isomatte, die habe ich in einem anderen Produktvideo schon mal vorgestellt. Und auch die sehr, sehr bequem, also da kann man es gut schlafen. Bei mir war immer bis jetzt das Problem beim Schlafsack, dass die Länge oftmals einfach zu kurz war. Also bei dem geht es gerade noch, also für mich bräuchte ich eigentlich selbst noch einen größeren. Auch am Fußende könnte es, wenn man längere Tage drin schläft, knapp werden. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich habe jetzt in einigen Tagen so ein, zwei Tage Zelten angesetzt mit meinen besten Freunden. Und da werde ich diese Matratze, diese Isomatte und auch den Schlafsack ganz genau testen. Und dann mache ich dazu noch mal ein kleines Video, wie es denn war. Wie das Wetter werden wird, weiß ich jetzt leider noch nicht, aber schauen wir mal.
An diesem Tag, wo wir zelten werden, mache ich auch noch ein Video, damit ihr seht, wo ich war und wie schön es da ist, weil es ist meine Heimat. Ja, und auch zu dem Schlafsack werde ich euch einfach mal ein paar Infos in die Infobox machen, damit ihr noch mal seht, wie groß er ist, wie schwer er ist. Ja, also es ist ein Discount-Schlafsack, deswegen erwarte ich nicht zu viel davon, aber probieren geht über studieren, ne? Also, bis bald, euer Toffer.